Dolch. Nein, 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 nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Nein. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Ja, und damit willkommen zurück. Was haben wir jetzt? Jetzt stempeln wir mal hier ein bisschen was ab. Irgendwas hält die Vorräte noch. Wahrscheinlich das andere Seil. Meine Ausrüstung, endlich! Da ist noch so ein Baum. Hier ist noch eine Kiste. Und auch noch eine Kiste. Was bist du? Oh, da brauchen wir ein richtiges Messer, ne? Leder und... Oh, cool. Outfits. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Na gut, wenigstens mein. Ob wir hier rüber gehen sollten. Oder ob wir lieber da hinten lang, weil da hinten war ja auch so ein Dingens. Kiste. Weil da hinten ging es da ja rein. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon rein sollten. Ich gehe erstmal den anderen Weg. Wo geht's da noch hin? Aber noch nicht.
Okay. Hier geht's aber auch irgendwo rein. Warte mal. Ich muss unbedingt wissen, was hinten ist bei dem Seil. Ja, wir haben nicht unendlich Pfeile. Ich sollte meine Pfeile vielleicht ein bisschen sparen. Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Ob das Rufen so sinnvoll ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist das nur ein Schuh oder ist das der ganze Fuß drin? Nee. Miguel! Oh oh. Wir hätten den anderen Weg laufen sollen. Heilige Scheiße. Vorsichtig sein. Weil wir haben nur noch 8 Schuss. Ich verballer hier gerade alles. Was mache ich, wenn ich keine Pfeile mehr habe?
haben bloß noch drei. Keine Pfeile mehr. Halten und... Das war noch eine zweite. Ich hab's gesagt. Da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Ja, Maximum erreicht. Alles klar. Drücken Sie F1, um sich zu heilen. Okay. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Der Rest vom Flugzeug. Oh. Die kann ich anscheinend noch nicht mitnehmen. Gut. Schön. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Jawohl.
Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Na? Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Ach so. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Okay. Da haben wir ein Kistli. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, würdest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Ja klar. Die Nuno zuerst. Jetzt, wo wir die Dinger haben, wollte ich eigentlich nochmal zurück. Das muss Kuvak Jako sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Doch. Sieht man doch. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Bist du okay? Ich bin okay. Okay. Ja, lauf da nur runter. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Ich hoffe, diese Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht.
Okay. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Lernen Sie alte Dialekte, okay. Alte Dialekte. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen deiner Familiensituation eher selten gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Wie lernt man Dialekte? Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Ja, ich muss mich hier bloß mal ein bisschen umgucken. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Cool, vergoldet. Du mal, da sind wir reingekommen. Hier geht's auch noch rein. Alles klar. Jetzt kommen wir zu den Monolithen anscheinend. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Alles klar. Mir sagt das gar nichts. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Nichts. Okay, lassen wir es los. Langsam. Das macht das bis hoch und runter. Okay, macht keinen Sinn. Wir müssten mal da oben in der Nähe stehen. Wir haben hier noch einen Weg. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Jetzt das Ding umschwenken. Und dann müsste das in diesen Korb da rechts laufen. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Alter, geil. Oh, der Eimer leckt. Super. Das heißt, wir müssen schnell sein.
kann es kaum noch halten. Ich muss es gleich loslassen. Schnell! Ich kann es kaum noch halten. Oh, wie schnell mussten wir sein? Was ist, wenn wir hier rumrennen? Sind wir da schon warm, ne? Komm doch. Boah, sind wir schneller. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Geh wir rüber. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Könnte. Auge des Adlers. Wahrnehmung, okay. Gut, mehr gibt's hier nicht. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Ja. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Ja. Erwähnt ein Wert in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Da geht's weiter, okay. Gehen wir da noch nicht so richtig rein. Ich glaube, oben können wir noch einen Fähigkeitspunkt verblasen. Können aber auch sparen. Ja. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Okay, er wartet hier. Gut, die Sounds sind alle irgendwie ein bisschen random, bisschen gleich, nur random. Na, dann geht's auf jeden Fall okay. Dann können wir einfach mal hier durchspazieren. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Ah, okay. Dann hätten wir quasi auch bei dem anderen durchgedurft. Wir sind da nicht reingegangen, schade.
Hier, bitte. Guckst du denn da so hoch? Aha. Langsam, hier ist so ein Ding. Karte aktualisiert. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Hab ich mir schon bald gedacht. Aber ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Und sehen wir uns gleich wieder. In der nächsten Folge. Also.